Nach dem Linzer Anwalt Klaus Fürlinger, ÖVP-Abgeordneten, kommt nun Matthias Strolz zu Wort. Der Ex-NEOS-Chef wird jetzt seine letzte Rede hier im Hohen Haus halten. Dankeschön, Frau Präsidentin. Lieber Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, die sich hier beiwohnen unserer Debatte, das ist meine Abschiedsrede hier im Hohen Haus. Es ist soweit, wir haben damit die geordnete Übergabe hier über die Bühne und ich werde heute mit 24 Uhr hier meine Funktionen zurücklegen. Ich habe mir natürlich länger überlegt, was will ich zum Abschluss noch sagen, es ist schon so vieles gesagt und hatte einen Plan und dann kam mir irgendwie das Innenministerium dazwischen und möchte vorneweg schon ein paar grundsätzliche Bemerkungen dazu machen, weil ich glaube, dass natürlich solche Attacken auf die Pressefreiheit, wie wir sie diese Woche erlebt haben, die sind keine Kleinigkeit. Da geht es ans ganz Grundsätzliche und wir müssen hier als Parlament, als erste Staatsgewalt klar sein. Wir müssen hier glasklar sein. Weil wir haben nur einen gemeinsamen Nenner und der lautet liberale Demokratie. Wenn wir den verlieren, dann schwindet uns der gemeinsame Boden unter den Füßen. Und das wünsche ich diesem Land nicht. Und deswegen müssen wir hier wachsam sein. Sehr wachsam. Ich denke, dass das mit der Demokratie so ist wie mit der Gesundheit. Solange du sie hast, ist sie nicht so wichtig. Wenn du sie mal verloren hast, dann wird es bitter. Sehr bitter. Und es gibt natürlich auch den Fall, dass mitunter die Krankheit schleichend daherkommt. Und wir haben ja in der Nachbarschaft solche Fälle. Polen, Ungarn, auf dem Weg zur illiberalen, zur gelenkten Demokratie. Und der Preis, den die Bürger zahlen, der ist hoch. Kann gar nicht in die Tiefe gehen, hier und jetzt. Aber der Umstand, dass seit 2010 aus Ungarn hunderttausende Menschen das Weite suchen, vor allem junge Menschen, weil sie ihre Zukunft nicht mehr in diesem Land sehen, der ist natürlich beredter Ausdruck, dass hier was nicht in Ordnung ist, im Sinne des guten Lebens für die Menschen. Und das wünsche ich Österreich nicht, dass die Generation unserer Kinder ausziehen sollte oder ausziehen will, weil sie hier nicht ihre Zukunft sieht. Und deswegen müssen wir hier klar sein und dürfen kein Wackelkandidat sein. Wir dürfen nicht in die Sackgasse der illiberalen Demokratie einbiegen. Auch wenn es eine verlockende Antwort ist in Zeiten wie diesen. Und das ist mir schon klar. Also die Zeiten sind bewegt, die Zeiten sind durchwachsen, sie sind wucker, sie sind volatil, unsicher, komplex, ambivalent. Und natürlich ist es für die Bürger, Bürgerinnen auch nicht einfach, hier in diesen krisenhaften Zeiten gut irgendwie zugange zu kommen. Sie sind sehr verunsichert und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Bürgerinnen und Bürger uns nicht so sehr verunsichern lassen von Krisen, die uns derzeit widerfahren. Der griechische Arzt Hippokrates, der hat damals bezeichnet die Krise als jenen Moment in einer fieberhaften Erkrankung, in dem sich entscheidet, ob sich das System stärkt oder der Mensch stirbt. Und wenn wir das auf die Gesellschaft übertragen, nein, wir werden nicht sterben. Das heißt aber, das System stärkt sich gerade, sehr eigentümlich, auf den ersten Blick nicht ganz begreifbar. Und ja, wir brauchen diese Stärkung, wir brauchen diese Erneuerung, weil Österreich ist, auch das merkt man gar nicht so richtig, weil wir mittendrin sind, Österreich ist in einem groben Umbruch. Natürlich, die Zweite Republik ist zu ihrem Ende gekommen. Jedenfalls dann, wenn wir sagen, das rot-schwarze Machtkartell war wesenskonstituierend, war das primäre dominante Muster. Und ich stehe nicht an und habe das schon oft gesagt, zu betonen, wir haben diesem rot-schwarzen Machtkartell auch viel zu verdanken über Jahrzehnte. Ich glaube, das war aus pragmatischer Sicht nicht das Blödste 1945. Aber natürlich hatte es auch negative Abrisskanten, Begleiterscheinungen, die dann zunehmend größer wurden, Korruption, Franderlwirtschaft, Stillstand, strukturelle Verkrustung und somit hat sich
dieses dominante Muster selbst überlebt zuletzt. Es ist tot. Das Alte ist tot, das Neue ist noch nicht ganz da. In dieser Phase sind wir und wir brauchen hier jede Kraft guten Willens mit in dieser Erneuerung jetzt anzupacken. Wir müssen Österreich neu erfinden und wir müssen das gemeinsam machen. Wir sind gemeinsam gewählt. Also das ist so. Wir brauchen Erneuerung und jeder Abgeordnete muss hier mit ran. Und ich behaupte, jeder Abgeordnete hat auch seine politische Laufbahn mit Idealismus gestartet. Jeder von uns. Und es ist so unendlich wichtig, dass wir diesen Ort in uns, an dem wir gestartet haben mit Idealismus, jeden Tag aufs Neue suchen und finden. Diesen Ort müssen wir groß machen. Es gibt in jeder Fraktion gute Leute. Es gibt überall Idealismus. Und dann gibt es natürlich auch inhaltliche Auffassungen, die ich jenseitig finde. Und da werden wir dann auseinandergehen in der Auffassung. Das ist Parlamentarismus und den brauchen wir. Und dort, wo wir auseinandergehen, da werde ich halt nicht hingehen auf diese Positionen jetzt. Das ist mein Abschied. Nie ist die Liebe so groß wie im Abschied. Karl-Heinz Kopf, wenn ich dich sehe. Ja, du weißt mal, ja, eine Liebeserklärung. Ja. Aber auch immer, ich kann berichten, weil wir da oft auch streiten da drinnen. Wenn man die Menschen näher kennt und selbst wenn man viel inhaltlich auseinanderliegt, schaffen Herrn Rosenkranz. Wir sind, in jedem von uns steckt was Liebenswürdiges. Ja, ist so. Ist so. Und das, wenn man nachher miteinander arbeitet, dann lernt man das auch kennen. Und insofern sind wir immer wieder drauf, auch verpflichtet, gemeinsam innezuhalten und zu sagen, was ist denn gerade los? Wo stehen wir als Gemeinschaft? Und wir müssen natürlich erkennen, dass mit der Migration, mit der Digitalisierung, mit der Globalisierung die Menschen sehr verunsichert ist. Das treibt sie in die Angst, das treibt sie in die Unsicherheit, manche auch in die dumpfe Bewusstlosigkeit. Und das sind keine guten Orte, Angst, Ohnmacht, Bewusstlosigkeit. Und ich glaube, wir können andere Orte schaffen. Wir können das. Wir können unser Herzen befragen, wir können unseren Verstand befragen, wir können in den ehrlichen Austausch gehen. Und wir müssen auch, wenn wir unsere derzeitige Gesellschaft betrachten, erkennen, dass natürlich, ob der Arbeitsalltag in der Wirtschaft, in der Politik oder in anderen Segmenten, dass wir schon ausgesetzt sind, viel Stress, negativer Stress, Reizüberflutung, Beschleunigung. Und überall blinkt was, überall leitet was, jeder will was von uns, alles zerrt an uns. Das macht viele Menschen auch kaputt, wirklich kaputt. Das ist eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft. Ich habe mir die Zahlen angeschaut, Aufmerksamkeitsstörungen, Schlafstörungen, Depression, andere psychischen Erkrankungen sind wahnsinnig im Vormarsch. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, bis 2030 wird das die größte Volkskrankheit auf diesem Planeten sein, die Depression allein. Allein heuer, 2018, wachsen über 500.000 Menschen in Österreich in die Depression. Das ist epidemisch und steigt rasant. Und da müssen wir dagegen halten. Weil wenn wir an einen Sportler denken, an eine Sportlerin, und die will in so einem Zustand gewinnen, wir wissen, das ist chancenlos. Deswegen ist im Sport auch mittlerweile Standard, dass sie sich um mentale Fitness auch kümmern, dass sie trainieren. Und ich glaube, wir können vom Sport hier was lernen, weil das, was uns bevorsteht, an gesellschaftlichem Wandel, für jeden von uns auch, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, das ist eine Olympiade für jeden von uns. Und dafür können wir uns vorbereiten, das ist die gute Nachricht, als Gesellschaft, als Individuum. Wir können hier Fitness trainieren, das führt zu einem gesünderen Leben, zu einem zufriedeneren Leben, zu einem besseren Miteinander, zu besseren Ergebnissen. Da geht es um Spannung und Entspannung. Da geht es natürlich auch um die Frage der Konzentrationsfähigkeit. Wie abgelenkt sind wir auch hier immer in diesem Parlament? Was ist denn da alles relevant und oft nicht der Kern des gemeinsamen Ringens um die beste Lösung? Und natürlich das positive Miteinander ist auch wichtig in diesem gemeinsamen Tun. Und da gibt es wissenschaftlich tausendfach untersuchte Möglichkeiten. Im angloamerikanischen Raum mittlerweile ein großes Ding, Mindfulness, Achtsamkeit, eine große Disziplin.
Und ich glaube, wenn wir wirklich ernsthaft uns in den Spiegel schauen, dann wissen wir, dass wir diese Qualität, die Qualität der Achtsamkeit, auch dringend mehr brauchen im Parlament und in der Politik. Ganz dringend. Ich habe oft gesagt, ich liebe Politik und so ist es und bleibt es. Das kannst du ja gar nicht aussuchen oft, was du liebst. Aber wenn wir uns die Politik anschauen, es ist schon auch eine verrückte Branche. Ne? Das ist sehr wucker, es ist auch voll mit negativer Energie oft. Die Häme, die Kränkung, die Aggression, die wechselseitige Geringschätzung, die ist auch Teil unseres Alltags. Und das tut uns nicht gut, wechselseitig. Ist auch nicht hilfreich für die Qualität der Ergebnisse, die wir haben. Und hier, glaube ich, können wir ansetzen, weil wir müssen gut auf diesen Ort Politik schauen. Es ist und bleibt der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben. Wir müssen uns das ausmachen, wenn wir mehr als drei Maxeln sind. Und das ist dann Politik. Und wir sollten eben an diesem Punkt des Idealismus immer wieder ankern, den jeder in sich trägt. Und dann können wir diesen Ort Politik auch positiv aufladen, positiv als heute. Wir können das, wenn wir wollen, wenn wir wollen. Ich schließe mit einem Wunsch und einer Einladung. Mein Wunsch ist, wir bauen jetzt hier das Parlament groß um. Und wir haben in Krankenhäusern, wir haben in Universitäten, an Flughäfen haben wir Orte der Besinnung, der Ruhe eingerichtet, der Achtsamkeit. Und ich finde es das super, dass wir das haben in Krankenhäusern. Aber warum, um alles in der Welt, haben wir es nicht in der größten Sinnfabrik der Republik, im Parlament? Dort braucht man das auch, Besinnung. Jeden Tag wieder. So ein Ort kann nicht schaden. Der kann nur nutzen. Und ich würde bitten, Frau Präsidentin, dass in der Präsidiale, im Bauherrenausschuss, das auch beraten wird, so einen Ort der Achtsamkeit einzurichten im neuen Parlament. Das ist mein Wunsch. Und das Angebot ist, es gibt in Österreich eine strikt überparteiliche Initiative Achtsames Österreich. Das sind Leute aus der Wirtschaft, aus Kultur, aus dem Bildungswesen, Medizin. Das sind Experten, die dieses Thema auch aufgreifen. Und ich möchte nach einer Cooling-off-Phase im Frühjahr zurückkommen als außerparlamentarischer Bürger dann und hier ein Angebot machen. Ausländische Parlamente, Großbritannien, Schweden, Niederlande, viele andere haben Achtsamkeitsinitiativen gestartet. Großbritannien hat das auch ausgerollt in andere Gesellschaftsbereiche mittlerweile. Mindful Nation UK, in die Bildung, in die Gesundheit. Sie können belegen, dass Sie 1 Pfund Ausgabe im Gesundheitsbereich für Achtsamkeitsmaßnahmen, können Sie 15 Pfund ersparen bei Krankheiten, Ausgaben und ganz viel menschliches Leid. Und diese Qualität würde ich gerne auch ins Parlament hereintragen. Also wer Lust hat, dann, wir werden ein Angebot formulieren. Wer es aufgreift, ist herzlich eingeladen. Wer jetzt schon vorab sich informieren will, es gibt eine Website mit ersten Infos, www.achtsamesösterreich.oesterreich.at. Dann noch eine Einladung. Ich werde Mitte Oktober in größere Ruhe gleiten, davor aber noch einmal ordentlich aufdrehen. Nämlich am 13. Oktober, der großartige Künstler Kurt Razzelli und ich präsentieren eine CD, eine Schallplatte für alle Hippen im Flex. Das ist das erweiterte Wohnzimmer von Andi Schieder, Sie kennen es, gewesen damals natürlich, eine Großraumdiskothek, die es immer noch gibt, jawohl. Und Sie sind alle herzlich eingeladen, es ist ein Echo auf meine Parlamentstätigkeit, er hat da verschnitten Botschaften und ja, wir starten eine Österreich-Tournee. Mit einem Stopp, nämlich nur diesen einen und das ist wie Woodstock, don't miss it, ja, das ist, vorbei ist vorbei, ja. Liebe Bürgerinnen und Bürger, also heute ist mein Abflug und ich möchte hier natürlich auch danken allen Kolleginnen und Kollegen, als Abgeordnete, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die so großartig waren und sind. Ich möchte danken den Bürgerinnen, den Engagierten, den Interessierten, den Bürgern. Ich möchte danken den Mitarbeitern auch der Parlamentsdirektion, die uns immer großartig und mich immer großartig unterstützt haben. Den Kollegen und Kolleginnen in der Präsidiale, die wir hier das Parlament auch zu führen haben. Ich möchte danken natürlich auch all den Lieben im Privaten, die mich unterstützt haben und stellvertretend für alle meiner lieben Frau, die heute auch da ist. Herzlichen Dank von Herzen. Ja.
gibt viele gute Menschen in diesem Parlament, kann ich berichten. Und ich gehe natürlich aus dem Parlament, aber bleibe ein politischer Mensch. Also ich singe da mit den Eagles. Hotel California, you can check out every time you like, but you can never leave the place. Ja, also du kannst natürlich auschecken als Abgeordneter, aber du kannst die Politik nicht verlassen. Niemand kann die Politik verlassen. Wir wohnen gemeinsam an diesem Ort. Und insofern werde ich hier ein politischer Mensch bleiben. Und ich wünsche dieser Republik alles Gute, diesem Österreich. Österreich ist ein Gesamtkunstwerk, ein Mosaik aus fast 9 Millionen Bausteinen. Jeder mit seinem Wesen, mit seiner Farbe hat hier einen Teil. Es ist eine Wirklichkeit in Österreich, die sich entstehen lässt aus dem Zusammenspiel von ganz vielen kleinen Handlungen tagtäglich. Handlungen von fast 9 Millionen Menschen. Und es ist eine Zukunft für dieses Land, die wir nicht willenlos betreten. Nein, die Zukunft ist ein Raum, den wir erschaffen mit den Schritten, die wir gehen, tagtäglich. Und so wünsche ich Österreich gute Schritte und wünsche meiner Heimat Europa gute Schritte und eine goldene Zukunft. Und euch hier im Hohen Haus, im Parlament, wünsche ich einfach, macht es gut. Ich werde euch vermissen, keine Frage, und passt gut auf dieses Österreich. Dankeschön. Herr Klubobmann, Dr. Strolz, Sie haben, glaube ich, an den Applaus und auch an der Aufmerksamkeit, während Sie gesprochen haben, gemerkt, wie sehr dieses Hohe Haus und dieser Nationalrat Ihre Arbeit geschätzt hat. Sie haben zu jenen gehört in dem Haus, die einen sehr wertvollen, einen sehr konstruktiven und leidenschaftlichen Beitrag immer geleistet haben. Dafür möchte ich Ihnen danken hier für das Hohe Haus, für den Nationalrat, aber auch für Ihre Arbeit in der Präsidialkonferenz. Und ich denke, ich kann das in unser aller Namen sagen, auch wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute für die Zukunft.